Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute ein weiteres Benchmark-Video an und diesmal zu meinem Gaming-System, welches ich euch schon in den letzten Wochen auf meinem Kanal gezeigt habe. Ich habe einen kleinen Umbau gemacht. Hier ist ein aktuelles Sockel ARM5-System mit den momentan geilsten Gaming-CPU auf dem Planeten, dem Ryzen 7 7800X 3D. Ihr konntet bisher den Timelapse-Bild und das Aufstellungsvideo auf meinem Kanal anschauen. Die verlinke ich euch jetzt gleich nochmal oben mit in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und natürlich wird es auch heute wieder mit den Verbesserungen des letzten Benchmarks-Videos mit ebenfalls einem Ryzen 7 7800X 3D und einer RX 7900 XT von Sapphire geben. Auch dieses Video werde ich euch jetzt nochmal gleich oben mit in der Infobox reinknallen. Könnt ihr auch mal reinschauen, vor allem wenn ihr auch ein bisschen vergleichen wollt. Die Verbesserungen an sich werde ich auch wieder mit einfließen. Wir werden die Benchmarks nicht ganz so lang laufen lassen. Hatte ich euch im letzten Video schon mit erklärt. Guckt einfach rein, dann wisst ihr, worum es sich dreht. Und wir werden diesmal auch zwei weitere neue Games mit in den Parcours aufnehmen. Oder besser gesagt, ich habe das schon gemacht. Dafür mussten leider zwei weitere weichen. Naja gut, lässt sich leider nicht verhindern. Dann muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Die beiden Games sind zum einen Helldivers 2, das wahrscheinlich geilste Game momentan grafisch, was ihr so auf dem Markt kaufen könnt. Aber was ich eigentlich noch viel schöner finde, ist Avatar Frontiers of Pandora. Also das ist grafisch ein absoluter Augenschmaus. Sehen wir auch gleich, wenn wir uns den Benchmark anschauen. Ja, dieses Spiel ist schon richtig fordernd an die Hardware. Aber davon könnt ihr euch auch gleich selbst überzeugen, wenn wir uns die Spiele-Benchmarks anschauen. Und diese Grafikkarte, die Radeon RX 6900 XT von XFX, ist natürlich mit der RDNA 2 Technik schon ein paar Jahrchen auf dem Markt und war mal High-End. Mittlerweile liegt sie ungefähr auf dem Niveau der aktuellen RX 7800 XT. Sie ist ein Ticken schneller, 5, 6, 7%, je nachdem welchen Titel ihr spielt, und trotzdem ist das immer noch ein sehr gutes Produkt für den Ryzen 7 7800X 3D, wenn ihr zum Beispiel nicht in 4K zockt oder auch in WQHD, sondern eher in Full HD. Genau das mache ich zum Beispiel mit meinem Gaming-System, um die Grafikkarte besser ausnutzen zu können, um mehr FPS auf dem Bildschirm zu bekommen und um natürlich auch möglichst auf Upscaling verzichten zu können. Wir werden es uns jetzt ja auch gleich einfach anschauen, wie sich hier meine Plattform mit den 12 Games schlägt. Stichwort Plattform ist natürlich ein sehr guter Punkt. Auch das müssen wir natürlich noch mal ganz kurz mit besprechen. Ich habe zu dem Ryzen 7800X 3D und der RX 6900 XT Merc 319 von XFX auch noch ein ASRock X670E Pro RS Mainboard, also die aktuelle Sockel ARM 5 Plattform mit dem aktuellsten High-End Chipsatz. Dazu gibt es 4x 16 GB Kingston Fury Beast RAM CL30 DDR5 6000 Megatransfers und dazu gibt es noch eine Kingston NVMe SSD PCI Express 4.0 und noch zwei 3.0er, die ich aus dem alten System weiter verwendet habe, und natürlich darf auch noch das Windows 11 Pro nicht fehlen. Und die Spieleeinstellungen, die müssen wir auch noch mal ganz kurz mit besprechen. Ich habe stets maximale Details in den Games eingestellt in Full HD. Die werde ich euch jetzt gleich mit zeigen. Die schauen wir uns an. Natürlich habe ich auch noch WQHD und 4K ebenso mit getestet. Das sehen wir dann aber dann in der großen Gesamtübersicht nochmal mit, und ich werde auch die einzelnen Testergebnisse jeweils immer gleich bei den Games mit einblenden. Sowas haben wir zum Beispiel dann auch im letzten Benchmark-Video nochmal neu mit eingefügt. War ein Tipp von einem User, der das mit vorgeschlagen hat. Habe ich direkt mit übernommen, ist wirklich eine tolle Idee gewesen. Und ich werde natürlich auch den aktuellen Treiber, aktuell bei mir jetzt 24.6.1, deaktiviert habe ich dann zusätzlich noch Raytracing und Resizable Bar. Oh, das ist ein übelstes Wort. Resizable Bar ist aktiviert. Auch das ist im BIOS mit an, damit wir auch die maximalen FPS auf dem Bildschirm gezaubert bekommen. Ein Opfer!
nicht richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Aktion! Geschafft. Levioso. Vergesst nicht, eure Waffe ist nur ein Werkzeug. Nicht nur schießen, sondern auch euer Hirn einschalten. Nicht zu viel nachdenken. Das ist meine Aufgabe. Einer weniger. Thank you.
in der Nähe. Wir müssen zum Boot. Okay, Danny. Wenn wir in Miami sind, dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Eingezogene müssen sich melden. Komm, Jo, runter! Scheiße! Hab ich doch gesagt. Hier ist niemand. Hola. Sie werden uns sehen. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Wir nehmen die Kanalisation. Wir sind durch mit den Spielebenchmarks. Ihr habt es gerade in der großen Gesamtübersicht gesehen. Das war wirklich ein Fest an Grafik, die wir uns jetzt angeguckt haben. Wir haben ein nahezu ausgelastetes System in Full HD gehabt. Mit einer RX 6900 XT. In wohlgemerkt allerdings maximalen Details. Das muss man dann immer noch mit im Hinterkopf behalten. Und es waren ja auch einige Games dabei, wo die dreistelligen FPS auf dem Bildschirm standen. Trotzdem kann man an dieser Stelle schon sagen, ja, mit dem Ryzen 7 7800X 3D hat selbst in Full HD die RX 6900 XT richtig gut zu tun. Mittlerweile, ihr habt es gesehen, gibt es einige Spiele, eben Helldivers 2, Avatar, Frontiers of Pandora, was die Grafikkarte so richtig ans Limit bringt. Und das ist schon ein bisschen beeindruckend, wenn man bedenkt, dass diese Karte ein bisschen schneller nur als eine 7800 XT ist. Ja, und das ist doch eigentlich dann durchaus recht interessant, wenn man schon mit Full HD zockt, wie sieht es denn dann eigentlich in WQHD und 4K aus? Und das konntet ihr euch natürlich auch anschauen in der Gesamtübersicht. Ihr habt es gesehen und da waren einige Titel dabei, wo die 6900 XT dann schon an ihre Grenzen gekommen ist. Wohlgemerkt immer in Maximum alles, was geht. Die meisten Games sehen auch mit hohen Details oder sehr hohen Details immer noch grandios aus. Der Detailgrad zwischen maximal und sehr hoch ist dann manchmal schon verschwindend gering und man kann deutlich mehr FPS noch rausholen. Liegt aber auch daran, dass die 4K-Auflösung dann für diese Grafikkarte schon ein bisschen zu viel ist. Wir haben es gesehen, andere Spiele, Valorant zum Beispiel, das Spiel kann ich jedes Mal immer wieder mit nennen, das bietet euch gigantisch hohe FPS-Zahlen. Hier könntet ihr ohne Probleme auf 144 Hertz zum Beispiel begrenzen, wenn euer Monitor diese Frequenz hat. Und dann würdet ihr auch deutlich Strom sparen. Ihr habt es gesehen, 60 Watt hat die Grafikkarte, 70 Watt gebraucht. Ja, dann liegen wir doch ungefähr auf dem Niveau, was dieser Ryzen 7 7800X 3D so im Schnitt nur verbraucht. Wohlgemerkt allerdings in Full HD, sobald ihr mit WQHD zum Beispiel zockt oder eben sogar in 4K, ja, dann wird es eigentlich zu einem absoluten Stromsparwunder. Dann verbraucht ihr so 40, ja maximal 50 Watt und ja, das ist für eine CPU in dieser High-End-Klasse einfach nur traumhaft. Und wie fandet ihr jetzt so die Spieleauswahl? Ich habe jetzt absichtlich zum Beispiel auch nochmal Anno 1800 mit reingenommen, weil ich dieses Game eigentlich an sich so sehr spannend finde. Früher hieß es eigentlich immer, Anno-Titel sind sehr CPU-lastig, aber habt ihr mal auf die Benchmarks geschaut, die Grafikkarte war immer nahezu bei 100% und die CPU sah ja recht entspannt aus. Das sah bei anderen Titeln wesentlich anders aus. Helldivers 2, Cyberpunk 2077, Avatar, aber Anno? Ja, da war die Grafikkarte eigentlich nur am Pumpen und die CPU, die konnte sich ein bisschen zurücklehnen. Und wisst ihr, wo die CPU sich ebenfalls, zurücklehnen konnte? So theoretisch, in Full HD nicht unbedingt? Star Citizen. Dieses Spiel, also ich weiß nicht, das ist unfassbar. Was das an Performance frisst, das geht auf keine Kuhhaut. Das Game sieht natürlich traumhaft aus, aber die Grafik an sich, meiner Meinung nach, kann eigentlich mit Avatar, Frontiers of Pandora oder Helldivers 2 ja eigentlich maximal mithalten. Besser ist sie eigentlich nicht mehr, finde ich. Aber was dieses Spiel eben so performanceintensiv macht, ist die gigantische Welt. Die Grafik muss auf der gigantischen Welt dargestellt werden und das frisst halt dann doch irgendwie wieder ein bisschen mehr Performance. Die CPUs sind hier extrem am Pumpen und ja, und der Ryzen 7 7800X 3D, der reicht für das Game eigentlich nicht aus. Ihr braucht hier einen 16-Kern-Monster zum Beispiel, 7950X, 7950X 3D oder Intel Core i9 14900K oder KS. Da ist so ein 14700K dann schon fast wieder zu wenig.
Das ist echt krass. Ich habe zum Beispiel mit Star Citizen schon mal voriges Jahr einen Intel Core i7 13700F getestet. Also doch durchaus eine performante Gaming-CPU. Ja, und dann schaut ganz gern jetzt nochmal oben in die Infobox rein und vergleicht mal die Benchmarks mit denen vom heutigen Video. Das ist echt unglaublich, denn damals hatte ich auch schon eine 6900 XT getestet. Das Thema Star Citizen will ich jetzt auch gar nicht zu weit ausdehnen, aber habt ihr mal auf die Benchmark-Balken geschaut. Ja, auf Full HD, WQHD und 4K nahezu die gleichen FPS. Ein paar Punkte hin und her, das ist jetzt nichts. Warum ist das so? Ganz einfach, weil in Full HD die CPU schon limitiert. Man mag es kaum glauben, aber ja, erst bei 4K, selbst in WQHD, habt ihr keine volle Auslastung bei der Grafikkarte. Ihr braucht ganz einfach mehr Kerne und erst dann läuft das Game wesentlich runder und flüssiger. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt, der Full HD Benchmark, obwohl er relativ gute FPS-Werte hatte, ist so ein bisschen, hat so gefühlt mit der Handbremse angezogen gewirkt. Erst in 4K war die Grafikkarte wieder der limitierende Faktor und erst dann sind die FPS wesentlich runder und smoother. Und auch das zeigt mal wieder, ihr solltet immer bestrebt sein, eure Grafikkarte am Limit zu halten und nicht die CPU. So, Schluss mit dem Fazit. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, hier drüben in der Ecke und die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine weiteren spannenden Hardware-Videos. Es wird natürlich nächste Woche schon weitergehen. Kleiner Teaser, es wird ein spannender Montageguide sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schnell Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns vielleicht schon nächsten Samstag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis dahin, macht's schön gut und ciao.